abgeschwächter Form auch ab. Die Linken, die bei uns in den ganzen Institutionen sind, fangen auch an mit der Umerziehung in Schulen, Universitäten. Erleben wir alles. Sie wollen noch was sagen? Mein Schlusswort ist... Jeder soll an das glauben, was er soll. Das ist gar kein Problem. Aber wenn es Schriften gibt, die Ungläubige töten, nur weil sie zu den Glauben nicht konvertieren wollen, damit hat die ganze Bevölkerung natürlich ein Problem, die demokratisch ist. Richtig, genau so ist es. Ja, jeder kann glauben, was er mag, solange er anderen kein Leid zufügt und solange hier keine Gesetze über irgendwelche Religionen erlassen werden, die unsere moderne, demokratische Gesellschaft in ein mittelalterliches Gesellschaftssystem umfunktionieren wollen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie in Europa der Terror gewütet hat. Von 2015 bis 2019 40 Terroranschläge mit knapp 400 Toten und 1200 Verletzten. Die Ursache: Befehle zum Dschihad im Koran. Alles islamische Terroranschläge, alles ausgeführt von radikalen Moslems, die die Tötungs- und Terrorbefehle des Korans ausführen. Jeder Terroranschlag ist einer zu viel. Ja? Passen Sie gut auf, pakistanischer Moslem, passen Sie gut auf. Ja? Tote in Paris. Wir haben es nicht vergessen, wie die Jugendlichen in dem Konzertsaal Bataclan abgemäht wurden von radikalen Moslems. Ausführungen der Koranbefehle. Gehen Sie doch nach Pakistan zurück, da haben Sie Ihre Scharia und Ihren politischen Islam. Ja! Was ist los, Hurensohn? Islamische Attacken in Pakistan. In sein. Ach so? Ach ja? Wo kommst du her? Ja? Ja? Aha? Kein Moslem? Nein, kein Moslem. Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Klar. Ne? Bastard, Hurensohn. Weißt du was? Du bist es mir gar nicht wert, dass ich eine Strafanzeige gegen dich stelle. Ja? Typischer Moslem aus dem Irak. Ja? Hau ab hier. Wir haben keine Lust mehr. Auf euch hier, ja? Ihr mit euren ewig gleichen Beleidigungen. Bastard, Hurensohn, höre ich zum tausendsten Mal. Wir werden euch erziehen. Wir sagen es euch, ja, ihr Moslems. Wir werden euch erziehen, dass ihr lernt, euch hier zivilisiert in einem demokratischen Staat aufzuführen. Und es wird zu einem Clash der Kulturen kommen. Das prophezeien wir euch voraus. Wenn ihr euch so aggressiv verhaltet, wenn ihr euren radikalen, menschenverachtenden politischen Islam hier weiter fortführen wollt, dann wird es zu einem Clash der Kulturen kommen. Und der wird dann nicht mehr so friedlich ablaufen, wie er hier abläuft. Wir haben euch die Hand gereicht zur Diskussion und zu der notwendigen Diskussion über die Entschärfung des politischen Islams. Wenn ihr den Ärger wollt, könnt ihr ihn bekommen. Nach uns werden andere kommen. Das können wir euch prophezeien. Die werden euch nicht so freundlich und fürsorglich behandeln wie wir. Dann wird es Ärger geben. Und dann wird es die Entscheidung geben, wird dieses Land demokratisch und friedlich und modern bleiben oder wird es versinken in einen islamischen, barbarischen Gottesstaat. Sie haben gezeigt, dass Sie an der barbarischen Scharia und dem politischen Islam festhalten wollen. Deswegen sagen wir, gehen Sie zurück nach Pakistan, wo 90% der Menschen die Scharia wollen und auch dafür sind, dass gesteinigt wird und dass Hände abgehackt werden. Sie sind bei uns in Deutschland. Sie sollten schön dankbar sein, dass Sie in diesem schönen, friedlichen, modernen Land sind und nicht hier uns beleidigen. Ja? Sonst sagen wir, gute Heimreise. Ja? Der Iraker, der mich als Bastard und Hurensohn beleidigt hat, gute Heimreise. Wir haben euch hier aufgenommen in Deutschland. Ich bin es langsam leid, diese ganzen Beleidigungen von Leuten zu hören, die wir hier aufgenommen haben. Ihr solltet dankbar sein. Ihr solltet so
dankbar sein, hier in diesem schönen Land leben zu können. Und die Beleidigungen, hey, ich sag's euch, ich hab's jetzt in den letzten 10 Jahren tausendfach gehört. Ja, irgendwann ist Schluss. Da wird's dann ganz, ja, da lacht nur. Gell? Dieses Land, ihr braucht nicht glauben, dass sie nur linksgrüne Gutmenschen sind, ja, die vor lauter Toleranz und Willkommenskultur nicht mehr in der Lage sind, das eigene zu verteidigen, auf das eigene stolz zu sein. Aber ich sage es Ihnen, in diesem Land, in dieser Kultur, das ist das Land der Dichter und Denker, vor diesem Land sind Erfindungen bahnbrechend ausgegangen. Da habt ihr in Pakistan auf Kamelen rumgehockt. Ja? Und dieses Land wird irgendwann aufwachen, wenn es merkt, dass hier eine Armee von feindselig eingestellten Menschen ist, die im Sinne des politischen Islams und der Scharia und des Dschihad dieses Land ebenso vernichten wollen, wie der Libanon vernichtet wurde, das früher christlich war. Man muss es jetzt mal endlich mit dem Klartext sagen. Leute, unser Land ist jetzt in einer großen Gefahr, und zwar durch die Islamisierung in den Abgrund gestürzt zu werden. Das bekommt ihr jetzt noch nicht so mit, gell? Heute war wieder ein schöner Tag, ne? Fußgängerzone, Geschäfte offen. Leute, was hier uns droht, ist durch die demografische Veränderung, über die Millionen Moslems, die schon hier sind. Und es kommen immer mehr nach, wegen unserer Gutmenschlichkeit, ja, und unserer Toleranz und Willkommenskultur. Sie haben eine viel höhere Geburtenrate. Sie werden irgendwann in wenigen Jahrzehnten hier die Mehrheit stellen. Und dann läuft das Programm des politischen Islams ab, wie ein Uhrwerk. Dann werden sie nach der Macht greifen. Genauso wie sie in China die Uiguren nach ihrem eigenen islamischen Staat gerufen haben und es mit Terror versuchten durchzusetzen. Die Chinesen haben reagiert. Die Chinesen lassen sich nicht in die Suppe spucken. Die Chinesen, ja, die haben, und das wisst ihr, wenn ihr die Sache verfolgt, das ist kein demokratischer Staat, so wie wir, ja, die haben kurzerhand radikale Moslems in Umerziehungslager gesteckt. Die haben den Koran als extremistisches Buch verboten. Die haben Kopftuch verboten, ja, weil die Uiguren Terroranschläge gemacht haben. Die Uiguren haben Terroranschläge gemacht und haben auch das übliche Programm durchgezogen. Ja? War alles mit dabei, Vergewaltigung und so weiter. Angriffe auf Polizeistationen. Genau das gleiche lief mit den Rohingya ab. Ja? Die hatten mit den Buddhisten zu tun. Die Buddhisten sind eigentlich die friedlichsten überhaupt. Die Rohingya wollten ihren eigenen Staat, haben auch Terror gemacht. Dann haben die Buddhisten reagiert. Selbst die friedlichen Buddhisten haben dann gesagt, es reicht uns, haut ab! Haut ab, ihr Rohingya-Moslems, ja. Du, pass auf, wenn ihr frech werdet, ja, wenn ihr frech werdet, wenn ihr es drauf ankommen lasst, jetzt auf eine Kraftprobe, dann, ja, dann werdet ihr an dem kürzeren, an der kürzeren Leine sein. Ja, ihr seid dann, ihr habt dann, ja, mach, ja, willst wieder schlägern, ja, willst du zuschlagen, komm, schlag zu, lass doch deinem muslimischen Hass freien Lauf. Ich hab schon genug erlebt, mir wurde die Brille in 3 Teile zerschlagen, mir wurde das Kopf abschneiden abgedroht, mir wurde angedroht, ein Messer in den Kopf zu stecken. Ich habe keine Lust mehr, all diese Sachen einfach so hinzunehmen. Wir sagen es euch, entweder, ja, reißt ihr euch zusammen und macht mit beim Verbot des politischen Islams, oder ihr werdet langfristig keine Zukunft in diesem Land haben. Wir sagen es euch, der Clash der Kulturen steht bevor. Er steht bevor, so sicher wie das Amen in der Kirche. Jetzt ist mal Schluss mit der ganzen schönen Rederei, jetzt machen wir mal Klartext. Ja? Wenn ihr euch hier nicht anpasst an unsere Leitkultur, wie es die CSU in ihrem Leitprogramm zum politischen Islam ganz klar gefordert hat, dann ist für euch mittelfristig, langfristig keinen Platz mehr. Dann könnt ihr gern eure Scharia-Länder wieder aufsuchen, aus denen ihr zu uns gekommen seid. Dieses Land wird niemals muslimisch werden. Es wird niemals auch nur 1 Millimeter Scharia annehmen. Es wird niemals das tolerieren, was in der islamischen Welt abläuft. An Horror, an Frauenunterdrückung. Ja, eine Frau, ja komm, du, geh mal in den Iran, schau dir mal um, wie es den Frauen da geht. Hey, so langsam reißt uns der Geduldsfaden. Wir müssen Klartext reden. Es sind viele Polizisten da. Ihr wisst, was los ist. Ihr habt es auch schon erlebt, was dort alles an Verachtung gegenüber der Polizei von Moslems eben auch insbesondere geäußert wird. Ihr wisst es, ihr Polizisten. Ja? Es gibt 2 Gruppen von Menschen der Gesellschaft, die aggressiv gegen Polizei vorgehen. Das haben wir 3 Gruppen. Das sind Linksextremisten, wissen wir, die hassen die Polizei, ACLB und so weiter. Ne?
Dann haben wir die Nationalsozialisten, die haben auch ein Problem mit dem demokratischen Staat und seinen Schützern, den Polizisten und radikale Moslems, die den Staat genauso ablehnen und genauso die Polizei als Feinde des verhassten demokratischen Staates ansehen. So schaut's aus. Und ich sage euch eins, liebe Polizisten, ihr habt gesehen, wie in Paris ein muslimischer Polizist 4 seiner Kollegen umgebracht hat mit dem Messer. Er hat sich radikalisiert, er fand die Scharia gut, er hat seinen weiblichen Polizistenkollegen immer die Hand gegeben, ja, und dann hat er sie hinterrücks abgestochen. Und seiner Frau hat er noch geschrieben, ja, was er machen wird, und sie hat ihm gesagt, nur Allah wird über dich richten. Ist noch nicht so lange her. Ich sage euch, liebe Polizisten, kein Problem, wenn ihr nette muslimische Kollegen habt, die gut integriert sind und die wirklich hier auf unsere demokratischen Werte schwören. Aber wenn sich einer radikalisiert, dreht euch nicht dem den Rücken zu. Dreht ihm nicht den Rücken zu. Nur ein kleiner Tipp, ist kein Generalverdacht, aber wir wissen, was in diesen Hirnen tickt. Wenn der radikale politische Islam tickt, dann wird es brandgefährlich. Dann ist der Weg zum Terror, zum Töten ganz klein. Warum der Islam schlecht geredet wird? Hier wird Kritik am politischen Islam geübt. Und wir haben es erlebt an den Reaktionen von einigen fundamentalen Moslems hier aus Pakistan und Irak. Ne? Wieder einmal zum x-ten Male die Aggression, die Gewaltbereitschaft. Ja? Ich habe gar nichts gegen Moslems. Wenn sie hier modern sind. Gerade eben hat übrigens einer, ein Ex-Moslem, mit mir geredet. Ein Ex-Moslem aus dem Irak, der hat gesagt, er ist ausgestiegen aus dem Laden, weil ihm das auch zu bunt wurde. Ja, ja, er sagt, vieles mit dem, was wir sagen, hat er recht, haben wir recht, nicht mit allem, weil... Es gibt keinen Zwang in der Religion. Ach komm, hör doch auf, wer die Religion verlässt, den tötet. Es gibt keinen Zwang in der Religion, weil die wahre Religion vom Irrglauben deutlich zu unterscheiden ist. Erzählt uns keinen Quatsch. Wir kennen den Koran auswendig, die entscheidenden Stellen. Ja? Die lügen uns an, wenn sie nur den Mund aufmachen. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Das ist genau dieser Vers, wo drin steht, es gibt keinen Zwang in der Religion, weil der wahre Glaube von dem Irrglauben ja deutlich zu unterscheiden ist. Ne? Der Irrglaube ist Christentum und Judentum und alle anderen Religionen. Ne? Soll keiner gezwungen werden. Aber wenn die Islamisierung voranschreitet, hast du als Christ oder Jude oder Andersgläubige 3 Möglichkeiten. Entweder du unterwirfst dich, zahlst den Tribut als Unterworfener oder du konvertierst oder du wirst eben abgemurkst, bekämpft bis... Ne? Alles islamisch ist. Das ist das Programm des politischen Islams. Und das ist in Stein gemeißelt. Das heißt nicht, dass alle Moslems so agieren. Natürlich nicht. Ja, weil sich die meisten ja gar nicht damit beschäftigen. Die meisten beschäftigen sich gar nicht damit. Aber wenn hier immer mehr Moslems sind, wenn die Islamisierung immer weiter voranschreitet, wenn es immer mehr Moscheen gibt, immer mehr Imame das predigen, dann wird die Radikalisierung automatisch fortschreiten. Und wenn der Dschihad ausgerufen ist, dann müssen alle mitmachen. Wer nicht mitmacht, gilt als Apostat und muss getötet werden. So schaut's aus. Das ist der Fahrplan. Ja? Was gibt's? Ja. Kein Zwang in der Religion. Ist es angeschaltet? Ja. Hier hat jemand gesagt, es gibt keinen Zwang in der Religion. Ja, genau. Ja. Sagen Sie mir, was es bedeutet. Ja. Ich weiß, Sie wissen besser als ich, was im Koran steht. Sie werden jetzt sagen, das bedeutet so. Nein, ich sage Ihnen, was es bedeutet. Das Problem bei Ihnen ist, wenn man sagt, ich schlage das Buch zu, dann sagen Sie, habe ich doch gesagt, das ist doch aggressiv. So sind Sie. Nein, aber jetzt ganz kurz, der Vers... Es ist doch überhaupt kein Problem. Ja, okay. Wenn Sie Passagen lesen, lesen Sie es komplett. Okay, also... Okay, also ich sage Ihnen jetzt ganz kurz was zu dem Vers. Es gibt keinen Zwang in der Religion, ja, und der ist so zu verstehen, die Religion bei Allah, ja, ist gemäß Sure 3, Vers 19, der Islam und sonst nichts in Klammer, ja, und es ist gemeint, es gibt keinen Zwang unter den Muslimen innerhalb des Islam. Und der Hintergrund ist eine Streitigkeit bei der Tieropferpraxis. Und da soll nicht ein Moslem dem anderen etwas vorschreiben. Das ist nicht gemeint im Außenverhältnis zu anderen Religionen. Ja? Das ist nicht gemeint. Ja?
Die Religion ist nur der Islam nach dem Koran und sonst keine andere Religion. Alle anderen Religionen sind Häresien, ja, mit verschiedener Abstufung. Okay, genau. Danke. So ist es. Der Islam ist totalitär, erkennt nur sich als die einzige Wahrheit, die einzige Religion an. Alle anderen Religionen sind falsch, ja, und müssen unterworfen werden. Christen müssen dann sich unterwerfen und den Tribut in Demut entrichten. Ja, so schaut's aus. So, Leute, jetzt sind wir kurz vor Ende unserer Kundgebung und wir, ja, freut euch nur. Je mehr ihr euch freut, je mehr ihr euch so übel aufführt mit euren komischen Nazis und Rassisten Arschlöcher Plakaten, ja, und je mehr hier Moslems beleidigend werden und sich aufführen, desto öfter kommen wir, gell? Ihr dürft uns nicht unterschätzen. Wir können in den zweiten Gang schalten. Unser Auto hat 6 Gänge. Wir sind jetzt noch im ersten. Ja? Wir werden noch viel, viel Aufklärungsarbeit verrichten in ganz Deutschland. Samstag sind wir in Erfurt, Montag in Dresden, dann die darauffolgende Woche in Hamburg, in Berlin und dann in Pforzheim und Bruchsal. Und wir werden so richtig loslegen. Dieses schläfrige Land aufwecken, dass es endlich mal erkennt, dass hier eine tödliche Gefahr ist in diesem Land. Ein Virus, gegen den kein Abstand hilft, nicht mal eine Armlänge Abstand oder auch keine Maske. Dieses Virus heißt politischer Islam. Und wenn der sich im Kopf festsetzt, dann wird's gefährlich. Dann wird's richtig gefährlich. Wie gesagt, ja, Moslems, die mitmachen bei der Entschärfung, alles okay. Da könnt ihr Moscheen bauen, könnt an Allah glauben, ans Paradies, alles okay. Aber dieser gefährliche, brandgefährliche politische Islam muss weg. Ihr könnt euch überlegen, ob er mitmacht. Wenn ihr euch dagegen stellt, dann wird es Zirkus geben. Das können wir euch sagen. So, jetzt unsere schöne deutsche Nationalhymne. Ja, ich weiß, die Linken werden wieder pfeifen. Ja, die Linken werden wieder pfeifen. Da kann ich nur eins sagen. Ja, wer Deutschland nicht mag, ja, der kann ja gerne in ein sozialistisches Land abhauen. Ja, Nordkorea würde ich vorschlagen. Da habt ihr euren Sozialismus. Also. Ja. Das Problem ist, dass die meisten Linken ja nur in einem so gut funktionierenden Staat, demokratischen Staat wie hier, funktionieren. Klar. Wenn sie den vernichtet haben, dann gehen sie in den nächsten gut funktionierenden. Ist ja nicht so, dass sie in den sozialistischen gehen. Da könnten sie ja gar nicht leben. Ja? Da ist vorbei mit der Freiheit. Da fließt ja die das Sozialkohle nicht so. Wir sind nur dabei, Länder und Demokratie und Christentum zu zerstören. Das interessiert die. Mehr nicht. Genau. So ist es. Und jetzt hören wir uns die deutsche Nationalhymne an in einer Version von unseren BPE-Freunden Dirk und Veronika aus dem schönen Norden von Deutschland. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle Ahu, ahu, ahu. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Kundgebung angelangt. Wir danken allen Polizisten, die hier für Sicherheit gesorgt haben. Wir danken allen, die hier zugehört haben und konstruktiv mitdiskutiert haben. Vor allen Dingen diejenigen aus islamischen Ländern, die uns das bestätigt haben, was eigentlich jeder weiß, der sich nur ansatzweise mit dem Thema beschäftigt. Wir bedanken uns bei allen, die hier am Stand auch mitgeholfen haben. Wir bedanken uns beim Europäischen Widerstand Online, wo der Livestream wieder gelaufen ist, auf Politically Incorrect und auf Journalistenwatch auch auf diesen Seiten gezeigt wurde, und man kann es natürlich auch im Nachhinein anschauen, Europäischer Widerstand Online,
EWO. Dort werden diese Videos oftmals 10.000-fach im Nachgang angesehen. Und es ist wichtig, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird. Ja? So, dann wünschen wir allen einen schönen Abend. Allen, die guten Willen sind, alle, die für Freiheit, Demokratie, Sicherheit einstehen. Alles gut, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Damit ist die Versammlung beendet. Danke.